Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Ultra Sonne, Part 124. Heute gehen wir auf die Suche, oder begeben wir uns auf die Suche nach einer weiteren Ultra-Bestie. Wobei ich vermute, dass wir auf ein legendäres Pokémon stoßen werden. Und ihr werdet bereits wissen, auf welches, wenn ihr einen Blick ins Thumbnail werft. Von daher seid ihr zum Beginn des Parts immer schon intelligenter, als ich es bin. Was interessant ist, eine interessante Fokusverschiebung, sage ich mal, ouch, aber gut. So, natürlich so viele Ringe wie möglich mitnehmen, damit man weiter hinauskommt, denn weiter hinten hat man eine höhere Chance, nicht nur auf die oder auf mehr Ringe zu treffen, sondern auch seltenere Orte. Wie du unterbessern soll. So, ihr seht jetzt, da war ein... Ich wollte da nicht hin, nein! Sondern... Man hat auch 1.003 Lichtjahre? Level 50 hat egal, so eine Präsenz. Ultradimension Zero. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und das scheint mir Selfie zu sein. Ja, Seel. Okay, dann speichern wir mal ab, würde ich sagen. So, ich habe einen kleinen Schritt gesetzt. Und zwar, weil ich warten wollte, bis es 20 Uhr ist. Jetzt ist 20 Uhr ein bisschen was. 20 Uhr. 15, um genau zu sein, oder gut, 20.13 Uhr. Und dadurch habe ich nur eine Chance, es mit dem Finsterball zu fangen. Der Finsterball ist ab Generation 7 nur noch dreimal die normale Fangchance. In Höhlen oder nachts zwischen 20 und 3.59 Uhr, was aber auch in Ordnung ist, weil er ansonsten immer stärker war als der Nestball oder der Netzball oder der Tauchball oder der Timerball, obwohl diese sozusagen in ganz speziellen Situationen erst nützlich wurden, wohingegen der Finsterball immer verwendet werden konnte. Dadurch wurden die anderen schrecklich redundant. Aber noch habe ich ja die Möglichkeit, sozusagen, das hier zu verwenden. Ich habe außerdem natürlich die Möglichkeit, Wiederbälle zu verwenden. Natürlich, dass ich die Pokémon schon habe. Allerdings haben Wiederbälle nur eine genauso hohe Chance wie Finsterbälle, die Pokémon zu fangen. Das bedeutet, dass ich nur, wenn ich keine Finsterbälle mehr haben sollte, auf Wiederbälle zurückgreifen würde. So, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber... Gut, ich werde nicht mehr lange schlafen, es wird aber ewig paralysiert sein. Von daher geht das so und ich muss jetzt bis zum nächsten Mal, würde ich mal dran denken, mir die Pokebälle offscreen zu besorgen, damit ich mal ein bisschen besser ausgerüstet hier hineingehen kann. Es war jetzt in letzter Zeit, ist es ein bisschen aus meinem Radar verschwunden, weil es mit den Ultrabällen so reibungslos verlief, aber... Ich sollte da trotzdem, gerade was die speziellen Bälle angeht, ein bisschen auf Chancen. Selfie ist defensiv gut. Von daher dürfte es diesen Surfer locker überstehen. Ja, natürlich. Von den Feen ist es defensiv das best aufgestellte Pokémon und vielleicht auch mein Favorit. Einfach weil es aus einer sicheren Defensive heraus stark angreifen kann. Was bei einem Psycho-Pokémon wie Selfie eigentlich ganz gut funktioniert. Und von daher, ich meine, ich habe ja auch Topots damals in Pokémon, meiner Pokémon Pearl Nuzlocke genutzt. Und Topots hat auch gut funktioniert. Aber von daher, abschreiben oder wegschreiben möchte ich den auf keinen Fall. So, okay. Dann werfen wir mal die 14 Finsterbälle. Wir sind jetzt zwar nicht in der Höhle, aber wie gesagt, dadurch, dass wir zwischen 20 und 53 sind, wirkt dieser Ball stärker. Nur, dass es gerade im Moment nicht ganz so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut. Da selbe natürlich eine Fangrate von 3 hat, die ist bei den meisten Unterbestien ein bisschen höher, dürfte es dementsprechend auch eine größere Herausforderung sein, es zu fangen. Komm schon! Nein! Nein! Aber ja, also ich habe es jetzt nicht ganz genau ausgerechnet, aber ich müsste so ungefähr eine 10%ige Chance haben, es zu fangen. Weil zum Vergleich, an Ego zum Beispiel, was ich im letzten Mal gefangen habe, hatte eine Fangrate von 45. Dadurch hatte man allein bei kompletter Gesundheit mit einem Pokéball schon eine Chance von 6%, es zu fangen. Knapp. Also ich glaube 5,9 ist es im Prinzip. Wohingegen die hier viel, viel geringer ist. Und dazu muss ich auch noch sagen, dass der Ultraball eine Fangchance von mal 5 bei Ultrabestien hat. Aber natürlich nur bei Ultrabestien. Bei jedem anderen Pokémon von 0,1. Das heißt, es ist nur das Zehntel von einem normalen Pokéball effektiv. Wer also eine Challenge haben möchte, kann versuchen, alles sozusagen mit denen durchzumachen, aber... Also mit den Ultrabällen zu fangen. Das ist echt nicht zu empfehlen, wobei es lustig wäre. Aber ja, wenn man eine Fangrate von 3 hat, aber bei voller Gesundheit, gerade mal eine Chance von etwa 0,
0,5 oder 0,4%. In jedem Fall sehr gering. Dadurch, dass ich jetzt im roten Bereich und paralysiert war, habe ich doch eine etwas höhere Chance. Die Statusveränderungen, die noch besser als Paralyse funktionieren, sind Vergiftung und Einfrieren und Einschläfern. Aber, naja, Einfrieren ist ein bisschen schwierig, das zu predikten. Und weil es da keine Attacke gibt, die das Pokémon instant eingefriert und... Einschläfern könnte ich, aber erst habe ich das richtige Pokémon. Und zweitens ist es eben immer nur temporär, wohingegen ich bei Paralyse das sozusagen nur einmal machen muss und dadurch permanent meine Chance erhöhe. Klar kann das Pokémon derzeit auch angreifen, aber ich kann einfach eine Taktik aufbauen. Von daher bin ich im Moment eigentlich ganz zufrieden. Das setzt das Amnesie ein. Zum Glück hat das Ding keine Genesung, ansonsten wäre das für mich sehr, sehr problematisch. Ja. Also Schwächen, jetzt dürfte zumindest mit House of Doom schwierig werden. Ich glaube, ich könnte es jetzt sogar angreifen und würde es nur ein bisschen weiter im roten Bereich schwächen. Aber ich möchte nichts bezüglich eines Volltreffers riskieren. Und ganz ehrlich, der Unterschied ist so marginal, da kann ich das auch mit dem Ball aussetzen. Yes! Yes, Selfish gefangen! Das erste legendäre Pokémon Ultrasonne und das erste der drei Feen ist nun meins. Meistens ist es bei dem Trio leider so, dass man sozusagen dann nochmal eins benötigt. Die gehören alle natürlich nicht zu Malola-Decks. Aber ja, meistens ist es so, dass man sozusagen noch eines benötigt und dann das dritte fangen kann. Und das andere kriegt man natürlich aus Pokémon Ultramond. Zum Glück habe ich aber alle alten Legendäre schon bei mir, sodass ich dann einfach nur sozusagen das andere in mein Team nehmen muss, gemeinsam mit dem. Und dann erscheint das jeweils dritte Pokémon eben Trio auch so. Also bei den meisten Trios, wie wir gerade sehen, wie viel das der Fall ist, werdet ihr nur zwei Fang-Sessions sehen. Denn den Rest müsste ich dann mit Ultramond machen oder eben, wie gesagt, mit denen, die ich dann in meinem eigenen Team habe. So, gut. Dann danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part Pokémon Ultrasonne, meine lieben Freunde. Wenn ihr euch gefallen, dann würde ich mich selber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Dann machen wir noch den Rotomat. Wenn ihr abonniert, dann bitte nichts mehr verpasst, wie auf meinen Social Media Kanälen folgt. Und wenn ihr ein bisschen was übrig habt, mich auf Patreon unterstützt. Dankeschön, High Five und bis zum nächsten Mal.